Damen und Herren, Gunter Frenzel war zwar der Meinung, sollten jetzt alle einen Happen nehmen und auch was zu trinken. Sie können es gerne tun, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und machen trotzdem die Begrüßung, sonst kommen wir gar nicht mehr dazu. Auch im Namen von Frau Krug, der Geschäftsführerin des Konzerns Krankenhaus Märkisch-Oderland. Und im Namen der medizinischen Abteilung der Fachklinik in Moorbad. Wir haben uns ja schon zum Teil mit dem Moor vertraut gemacht. Anlass der Veranstaltung ist es, diejenigen, die uns bereits seit Jahren Unterstützung sollen, Danke zu sagen und gleichzeitig Sympathien zu entwickeln und unsere Zukunftspläne mitzutragen und wieder vielleicht auch den einen oder anderen neuen Unterstützer zu finden, der uns vielleicht auf dem Weg hier begleiten wird. Wer hätte damit gerechnet, dass derzeit der beste Skispringer Deutschlands in der Altersklasse 13 aus Bad Freienwalde, Brandenburg kommt? Unter uns der Max Reiter. Der Moritz steht gleich daneben. Der ist Vierter in der Altersklasse 12 geworden. Aber gerade in der letzten Saison, in der Saison 2018-2019, war es doch besonders erfolgreich für uns. Eine weitere Maßnahme, die wir jetzt erst seit relativ kurzer Zeit planen oder auch jetzt ins Leben schon gerufen haben, planen wir mit dem TSC Strausberg. Ein Projekt, wo wir auch versuchen, aus dem Turnbereich Kinder für den Wintersport zu begeistern und für unseren Verein zu gewinnen. Und nun komme ich jetzt zur vergangenen Saison. Ja, unsere Saison hat angefangen Anfang Mai beim Sprunglauf zur Baumblüte in Rothenburg. Bei diesem Wettkampf waren wir mit 10 Sportlern am Start und diese 10 Sportler waren nach dem SFV Rothenburg waren wir der teilnehmerstärkste Verein dort bei diesem Wettkampf. Wir konnten auch recht erfolgreich abschließen. Von unseren 10 Kindern haben es 5 geschafft, bei der Siegerehrung dabei zu sein. Wir haben einmal den ersten Platz belegt mit Moritz Eckstein. Wir haben zweimal den zweiten Platz belegt mit Max Unglaube und Merlin Elzke. Den 5. Platz mit Anja Rost und den 6. Platz mit Moritz Zierey. Bereits 2 Wochen. Wenn jetzt nach jedem Wettkampf geklatscht wird, dann dauert es doch ein bisschen zu lange, weil wir sehr viele Wettkämpfe besucht haben und doch immer wieder auch erfolgreich waren. Mit diesen beiden Ergebnissen im Spezialsprung, mit dem ersten Platz von Max und dem 4. Platz von Moritz Theerey, waren wir in diesem kleinen Schülercup, quasi der höchsten deutschen Nachwuchswettkampfserie, der zweiterfolgreichste Verein. Es gab nur einen Verein, den SC Degenfeld, da kommen so bekannte Namen wie Carina Vogt und Ramona Straub her, die jetzt bei der WM in Seefeld für Deutschland ein Team mit Gold gewonnen haben. Und nur dieser Verein SC Degenfeld hat es geschafft, da bessere Ergebnisse zu erzielen als wir. Sie hatten in der Gesamtwertung einmal Platz 1 und einmal Platz 2. Und wir hatten einmal Platz 1 und einmal Platz 4 und waren damit die zweiterfolgreichsten. Ja, eins wollte ich noch erwähnen. Mit diesen beiden Ergebnissen, Platz 1 und Platz 4 im Schülercup, konnten sich beide auch wieder für internationale Wettkämpfe qualifizieren. Der Max wird uns im Sommer beim FIS Youth Cup in Hinterzarten vertreten und der Moritz wird uns im Sommer beim FIS Schüler Grand Prix in Ruhpolding vertreten. Also Max, wir drücken die Daumen, dass das auch weiterhin so gut klappt und viel Erfolg auch in Oberhof, wenn es soweit ist. Und Max und Moritz, das passt gut zusammen. Und wir haben uns überlegt, da ist eine Einzelförderung auch für Moritz das Richtige. Und mit den Eltern ist das schon soweit abgestimmt. Und wir drücken auch dir die Daumen und hoffen, dass mit unserer Unterstützung das noch einfacher oder besser geht. Und gut ist eben von der Sparkasse. Alles Gute auch weiterhin. Viele Erfolge. Max, kommst du bitte mal nach vorne? Wir haben uns da was einfallen lassen, vielmehr ja, gesamt. Günther hat dann was kreieren lassen und das möchten wir euch beide, das sind Unikate, überreichen. Ein Ehrenpokal für hervorragende sportliche Leistung in der Saison 2018-19 für die zukünftige Zeit. Max, toi 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 und denke dran. Danke. Danke.
Herzlichen Glückwunsch auch von mir als Vertreter des Landessportbundes Brandenburg. In meinem Beruf bin ich Direktor in der Eliteschule des Sports in Cottbus. Wir haben zwar keine Skispringer, aber wir haben in anderen Sportarten sehr gute Athleten und ich weiß, dass es eine große Herausforderung ist, Schule und Sport miteinander zu verbinden. Du folgst gleiches normal. Du bist ja der Neueinsteiger am Schülercup und hast auch super, super Leistungen gebracht, wie auch schon vorher. Das haben wir ja mitbekommen. Und besonders euch ist da Glück zu wünschen, aber wir müssen auch sagen, ganz großen Dank an die Eltern. Denn ohne Eltern funktioniert alles nicht. Wir als Verein geben uns Mühe, aber wenn alles andere nicht passt, in dem Fall passt es ganz hervorragend. Und auch für dich diese Urkunde mit den besten Wünschen für die Zukunft. Ja? Und natürlich das Gleiche. Ja, ja. In diesem Sinne. So, Moritz, auch dir herzlichen Glückwunsch. Die brauchst du sicherlich. Und wir hoffen, dass du weiter auf der Schanze sitzt, im BSV Bad Rhein-Waldburg und immer vorderen Plätzen unterwegs. Okay, Glückwunsch. Wir werden also auch in der Zukunft als Wintersportverein natürlich die Kinder weiterhin unterstützen und werden dafür sorgen, dass sie mit gutem Material ausgestattet werden. Dann geht es weiter zur Olympiade mit 19 Jahren. Mit 19 Jahren macht der Olympiasieger in Sapporo eine Sensation. Uli, hast du daran geglaubt, dass du das erreichen könntest damals? Eigentlich nicht. Ich bin als, wir hatten ja eine sehr kuriose Vorbereitung. Nirgendwo gab es Schnee. Wir haben 7 Wochen Training und Wettkämpfe, Qualifikation damals in der Hohen Tatra in Strebske-Plesse gemacht, sind über Weihnachten 2 Tage nach Hause gefahren und sind dann gleich wieder angereist. Und ich habe mich als 4. in unserem Team qualifiziert. Und da macht man sich natürlich nicht unbedingt die Gedanken, dann bei Olympia gewinnen zu können.